Heute machen wir keinen klassischen Alpencross, sondern wir fahren ja diesmal in die Dolomiten zu einem Rundkurs. Leider nicht Riva als Ziel. Da könnte man abends auch Party machen, aber wenn wir zurückkommen, sind wir hier. Ein gottverlassener Ort, wo wahrscheinlich wenig los ist. Aber für uns ist ja wichtig die Strecke, die neue Strecke, die neuen Eindrücke. Und vor allem das Wetter. Schaut es an. Armin, leucht mal hoch, die Sonne scheint. Ah, ja. Und das bleibt den nächsten Tagen so. Dafür bin ja ich dabei. Und nehmen wir eine Kühe wieder heim und hab zwei coole Tage. Normal bräuchte man jetzt eine Waage, oder? Normal bräuchte man eine Waage, mal schauen, was er vorher für Gewicht hat und nachher für Gewicht hat. Mit den ganzen Unterkünften, mit den ganzen Essen, ob das was gebracht hat. Absolut. So, erste Schiebestrecke. Noch nicht einmal einen Kilometer gefahren. Leute, ihr wisst nicht, wo zieht euch da alle. At first I didn't think about it. At first I thought whatever, yeah. At first I thought I'd work around it. I'd work around it. But you turned out to be so different. Yeah, you turned out to be nothing like them. I changed my mind and got behind it. I got behind it. I let you take my breath away. Pick me up like you're my aeroplane, aeroplane. You and me, you know we'll never fail. Till we hit the morning, and then we'll do it all over again. Ja Männer, was machen wir? Eissee oder nicht Eissee? Nackt aber. Ich zahle ein Maß, wenn du 5 Minuten drin warst. Ja, eine Viertelstunden. Eine Viertelstunden. Oben geht's weiter. Einmal frei, jetzt geht's auf zum Eissee. Jetzt arbeiten wir, Franz, arbeiten wir jetzt auf. Anstrengend. Anstrengend? Aber schön. You got what I need effortlessly. Let me know you want it. With you I can breathe, I go so deep. Tag, wir haben einen super Aufstieg, wir sind gut in der Zeit und jetzt erwartet uns eine tolle Abfahrt, hoffe ich mal. Aber es weiß ja keiner von uns, oder? Wie es wird. Das ist die Frage. Das ist die große Fragezeichen. So Männers, Was kommt noch alles ab? Was kommt alles ab? Know me. Take the time to dig deep underneath this red heat. We could really meet. It's time to lose these naysayers. We're better off, the air will be richer, and everything's so much easier. Letztendlich haben wir eine tolle, grandiose Abfahrt gehabt. So mit einem grandiosen Gletscherblick. Und Franz, was sagst du dazu? Ich sage einfach, spitze war's. Die Tragepassagen waren natürlich heftig. Ich merke es meine Oberschenkel. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen vor lauter Schmerzen. Das bei mir selten vorkommt. Aber es geht ja heute Morgen wieder. Zum Glück. Ne? Ja. Und das Wichtigste, fast ganz unfallfrei. Fast. Bis auf einen kleinen, nicht erwähnenswerten Sturz. Ja. Ja gut, nur einen Lenker kaufen, Rucksack brauchen wir. Okay, was brauchen wir noch? Ja, der Verschleiß, Handyhalterung, Handyschutzscheibe, alles brauchen wir. Das ist ja Wahnsinn. Aber das ist der erste Tag erst, lassen wir uns auf heute überraschen. Ne? Ja. Also ja, jetzt geht es einmal auf 2,6 hoch und dann lassen wir uns überraschen, was der heutige Tag so bringt. Oh, das ist die Rosengesicht, die ist einfach wichtig. Ganz süß ist das, gell? Schafft wird, Armin, das wird. Die Wolkendecke wird aufreißen und es wird ein schöner Tag heute. Haben wir gut geschlafen? Auf geht's! Ja, dann packen wir es wieder. Ja, über die Ochsenlenke. Am 10. Juni hat man die zwei T-Shirts noch nicht gesehen. Wahnsinn, der 2. Juni. Der Wettergott verlässt uns leider. Was ist mit unserem Wettergott los? Tut mir echt leid, Armin, aber das Wetter kann ich doch nicht beeinflussen. Ah, so sind wir hingehalten. Ja, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Ausrüstung. Soll ich mal die neue Regenhose vorführen? Ja. Die kann man faltbar anlegen. Hier vorne mit den Chaps und hinten, pass auf, Spritzschutz beim Arsch. Geschafft, geschafft. Auch bei unserem schlechten Wetter. Super. So, jetzt haben wir uns das Warme verdient. Das Warme sieht man heute auch mal waschen. Jetzt drückt mal vor, du mitkommst. Ja, das ist ein Mensch. Ja, mit Tubeless wäre das nicht passiert, Franz, oder? Hast du recht, Armin. Ich glaube, ich höre das nächste Mal auf dich. Tubeless ist top, oder? Tubeless ist top, nicht wahr? Immer wieder. Immer wieder. Drück mal her. Machst du schon? Geht schon, oder? Ja. So, dritter Tag. Irgendwo da in den Sattel einnehmen wir. Yes! Guck mal hier! Ja, guck mal hier! Lili! Eissee! Lili! Ja, Willi! Willi! Franz, unten oder ein Zipfel? Oh, gut, der Zipfel! Du da hinschaust! Ja, hey, ich sehe da nichts, ist da was? Willi! Hey, Willi, komm mal her! Willi! Besser werden. Jetzt geht's Abenteuer wieder los, oder? Adventure. Abenteuer Nummer 3. Hat's richtig gebucht bei Gipfelstürmerreisen inklusive Sonnengott Franz. Yes, es wird heute noch ein schöner Tag. Aber bitte keine Wetten abschließen. Kommst du in den Käfig, Franz, ich sag's dir. Ja, du kommst in den Käfig. Diesmal geklappt hat. Wahnsinn, sind wir doch Weihnachtsschnaps gehabt. Die Karte sind. Halt's mal hin. Das ist die Karte. Halt's mal hin, das Pike. Das ist die Karte. Okay, so. Kübis kommt 50 Minuten. 50 Minuten. Wer sein Bike liebt, der schiebt. Der schiebt. Franz Fruth, Sie fühlen sich hier absolut wohl. Ja, doch. Am Kühl, Wies, Kopf. Weil ich da oben das Ziel sehe. Wir sind auf 50 Meter. Das ist ganz herrlich. Der Egon hat gesagt, den Fokus nicht vergessen. Den Fokus nicht vergessen. Riechst du mal so richtig. Und immer so schnell fahren, dass ich noch unterhalten kann. Oder schieben. Ja. Da sind wir richtig. Da sind wir richtig. Also Martin, bis bald. Five. Super. Stieg. Ah, wir gibt es schon. Optimales. Schaut. Schaut. Auch so. Wenn fürs erste Mal was dabei bist, bin mit Verrückten unterwegs. Sagst du, ist das gewusst jetzt, ne? Habe ich auch gemacht. Das ist wieder effektives Bremstraining, dosiertes Bremsen. Ja, da lernt man mal wieder, wie das Bremsen funktioniert. Läuft gut. Wo ich jemals gegessen habe. Mal schauen, ob er auch gut schmeckt danach. Also, Prost, Mann. Prost. Cortina d'Ampezzo ist unser Fokus. Und das werden wir schaffen. Das schaffen wir. Das müssen wir schaffen. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Der Durchstieg durch die Pragser Dolomiten, leichter als gedacht. Schau mal die interessante Steinmantel an. Yes! du gleich. Ja, man muss sagen, ja, ist schon ein S2. S2 plus. Plus. Hast du? Da müssen wir rüber. Unsere Tour. Grande Zsigmondy Hütte. Away rüber. Die Geröllabfahrt vom Zwölferkofel am alten Kriegsteig zur Zsigmondy Hütte. Die Gipfelstürmer sind durch nichts aufzuhalten. Grandiose Schotterabfahrt in 2 Minuten 100 Höhenmeter. So, das, Leute, das ist wirklich mal ein Alpencross. Da ist alles dabei. Vom Klettern, Steigen. Wir sind flexibel, wir passen sie auf jedes Gelände an. Sau gut, sau gut. An der Zsigmondy Hütte. Das Wetter könnte nicht besser sein, mal was anderes. Abenteuer pur. Sillianer Hütte wartet auf uns. Hat uns doch noch erwischt heute. Aber das geht auch nicht so. Also, endlich angekommen an der Sillianer Hütte. Ein bisschen neblig ist, aber sonst alles in Ordnung. Oder? Ja, alles in Ordnung. Alles in Ordnung, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe zu spät angezogen. Der Nebel, der Dunst habe ich aufgeweicht. Also aktuell steht es 2:0 für Tubeless und da hinten haben wir einen ultimativen Test für Tubeless und Schlauch mit dem Stacheldraht. Franz, was sagst du? 2:0 für Tubeless? Tja, was soll ich sagen? Tubeless, klar ein Vorteil. Ja, ich glaube, also, der nächste wieder auch Tubeless. Ich würde sagen, ride on, Tubeless, go on. Ride on! Der Franz hat überhaupt kein Problem mit, der kauft seine Schläuche im Wirtshaus. Ja, ja, der kauft hier 3,50 für ein Bier. Hier sind wir aktuell am Stone Man, hier am Machinkele Stone Man von Nepal. Ja, hier nochmal der ganze Alpencross, begonnen bei den Krimlertauern, über die Ochsenlenke zum Kronplatz hier in der Ferne, dann zu den Pragser Kronplatz runter, Pragser Wildsee, Pragser Dolomiten, Rossalm, Plätzewiese, Cortina d'Ampezzo, dann hoch zu den Drei Zinnen, dann rüber zur Sillianer Hütte, Zwölferkofel und hier nach Sillian hinauf zum Rastkugel. Back on the road, wieder 2000 Meter. Yes. Bereit für die nächste Abfahrt. Yes. Letzter Ferse. Gipfelstürmer! Nehmt alles! Wir schaffen das! Können wir das schaffen? Jo, jo, jo! Back to Austria. Wer ist so schön? Right on! Also jetzt, Franz, führ uns jetzt den Sonnentanz vor, damit wir heute schönes Wetter haben. Auf geht's, einstimmen! Ho, 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 die Sonne kommt raus! Wolken weg! So, weg damit die Wolken! Heute kommt ein schöner Tag, die Sonne kommt raus! Ho, 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 ho. Life in boxes, erasing the memory so you won't notice. I'm taking the time to focus. You're by yourself, I'm by myself. Wish I could solve your problems. You're stuck on my wall like neon paintings, and I'm so tired of being honest. Der Regentanz, der war jetzt nicht so gut. Also ich glaube, wir haben den falschen Tanz einstudiert. Das war der Sonnentanz, das war der Regentanz. Dann wollen wir mal umswitchen, oder was? Ja, wir müssen nochmal probieren. Okay, also, bis zum nächsten Tanz. Bis zum nächsten Tanz. Es wird wieder. So, wir haben jetzt 17 Uhr und sind jetzt in Gruben auf 1164 Höhenmeter und müssen da, wo der Martin, da reicht die Karte nicht mehr aus, hin. Das sind 2400 Höhenmeter, also wir haben heute noch gut 1300 Meter Höhenmeter vor uns. Der Franz jammert jetzt schon. Ihr seid Wahnsinn. Wir schalten jetzt einfach in den Gipfelstürmer. Nein, wir schalten jetzt das Hirn aus, ja. Was der Franz sonst immer gemacht hat. Wrong side of the mountain. And you I will always remember. Klettersteigtour. Klettersteigtour. With someone better until then I will pause forever. Keep taking my time through boxes and light. We were so good at flying, but we can't keep flying. We keep getting stuck on the wrong side of the mountain. We were so good at trying, but we can't keep flying. Also, das ist einmal, zweimal, dreimal den Horn noch. Wo ist der gebrochene Sattel? Also Prost! Prost, Männer! Das waren Strapazen. Wir haben sie überstanden.